Ich weiß, ihr wollt das Auto sehen, ich auch. Schaut es euch an. Was geht ab, Freunde? Heute holen wir unseren neuen Aldi Bus ab. Ich freue mich da total drauf, aber es ist ultra kalt draußen. Minus so viel Grad. Also wir sind hier bei Autohaus Schmidt, Autowelt Schmidt. Besser, das ist ja nicht nur eins. Und ich schlage vor, wir gehen rein, weil sonst friert uns der Zapfen fest. Kommt. Da ist auch schon der Julian. Moin Julian. Ja. Moin Rob. Servus. Alles gut? Ja, ist frisch draußen. Ja. Das stimmt, ja. Aber zum Glück, ich habe eine lange Unterhose an. Gehört, lange Unterhose steht für langes Leben. Was nicht zum Wetter. Ich freue mich, du hast unseren ID Bus hier. Jo, das lange Warten hat ein Ende. Nice. Hier gibt's das neue Auto. Cool. Ich folge dir einfach. Gehen wir direkt einmal in die Richtung. Nice. Ah, du hast eine Menge schöne Autos hier stehen, ne? Wir haben auch noch nicht nur den ID Bus, neuen Amarok oder den kleinen Bruder. Ja, den Amarok stelle ich mir super zum Einkaufen vor. Da passt eine Menge rein. Definitiv. Man braucht auch immer nur zwei Parkplätze beim Parken. Ah, das gut, ist ja. Überhaupt kein 4Motion, da kommt man auch vorwärts, ne? Ja, 4Motion, wenn ich richtig informiert bin, ist immer Allrad, ne? Ja. Genau. Einmal Allrad, alle vier Räder angetrieben. Ist auch zuschaltbar, dass ich auch nur mit dem Heck fahren könnte, was auch ein bisschen Spaß bedeutet. Wenn ich mal schnell um die Kurve will, ja? Genau. Cool. Das lässt sich bei dem Fahrzeug wirklich komplett einstellen, ist aber wirklich eher fürs Gelände geeignet als für die Stadt. Warum ist da so ein Kettensymbol? Was ist das? Das sind die Verzurrpunkte, die jeweils dann mit 400 kN belastet werden können, dass ich da meine Ware auch dann wirklich vernünftig verzurren kann. Meine Ware, das klingt spannend. Der ist auch geil, ne? Das wäre dann im Bereich Camping. Das ja. Auto mit Schlafmöglichkeiten, das ist jetzt die einfache Variante mit bis zu 7 Sitzplätzen. Dann auch nochmal mit einem Kücheneinbau, dass ich da wirklich fast alles drin habe, was ich zum Campen brauche, mit einem kleinen Kühlschrank. Ach geil. Hast du den Schlüssel? Können wir den mal aufmachen? Ja klar. Auto ist sogar offen. Können wir gerne einmal reinschauen. Da oben kann man dann realistisch pennen mit zwei Leuten, oder? Genau. Oben das Dach kann ich einmal aufstellen. Wollt ihr mit reinkommen? Ach krass. Das ist ja voll hoch. Das Dach hochzuklappen, dass ich da dann auch Stehhöhe im Auto habe oder dann bei Bedarf die Liegeflächen nach unten klappen. Das ist ja nice. Wollt ihr mal reingucken, gucken, wie hoch das ist? Das ist voll hoch. Geht das? Kann man das auf der... Ach so, du kannst so machen. Gut, kann ich mich so hinstellen. Und das klappt mal runter und dann kann man pennen? Genau, dann kann ich locker mit zwei Personen dort oben schlafen, steigt dann einmal oben über die Vordersitze ein oder gibt es im Zubehör dann auch nochmal ein kleines Leiterchen, was ich da hinstellen kann, dass ich entspannt dann einmal... Und das ist auch so stabil, dass ich auch wirklich mit zwei Leuten schaukelfest da drin? Also 250 Kilo, sagt VW. Bisschen mehr geht auf jeden Fall auch noch. Wir haben jetzt noch nicht an die Belastungsgrenze ausgereizt. Ja gut, ja. Ne, muss man ja auch nicht immer. Besonderheit ist bei dem jetzt noch, das ist ein Beach Tour. Ja. Wie ein Multivan eigentlich mit bis zu 7 Sitzplätzen. Und das Praktische ist dann, wenn ich mal irgendwo übernachten möchte, klappe ich das Dach auf, oben können zwei schlafen. Und unten habe ich auch nochmal eine Schlafmöglichkeit, dass vier Leute ohne Probleme dann auch mal in dem Auto nächtigen. Und das Ding gibt es dann aber auch noch mit so einer Küchenzeile und so einem Kram und sowas? Genau, dann wären wir im Ocean-Bereich, also es nennt sich California Ocean. Der hat dann serienmäßig immer schon eine Küche mit dabei, ein kleines Waschbecken, einen Kühlschrank mit dabei, also Wasseranschluss, Stromanschluss. Richtig Partymobil. Ein vollwertiger Camper, genau. Geil. Ja, wenn die Leute Fragen haben, können die sich bestimmt auch gerne an dich wenden. Auf jeden Fall, ja. Fragen im Bereich Nutzfahrzeuge California, gerne einfach durchrufen und einmal melden. Wir verlinken dich. Dann lass uns mal weitergehen zu unserem Schätzchen. Hast du das gesehen, Martin? Das ist ein schönes Auto. Habe ich das bestellt, ne? Den hast du mitbestellt, den Hagen. Ich frage mich gerade, wie viel kann das Ding überhaupt ziehen? Ich weiß es gar nicht. 750 Kilogramm. Das war eine super Idee von mir wieder. Also nee, 750 ist ja jetzt aber auch nicht so viel, ne? Nee, wenn man mal auf einer Baustelle unterwegs ist oder sowas, nee. Mit einem Hänger. Ist mittlerweile auch ein Wohnwagen für, der für den IT-Bus ausgelegt ist. Nein. Wurde auf so einem Caravansalon jetzt vorgestellt, nennt sich Beachy. Und ist einer der kleinsten Wohnwagen, den ich dann auch mit dem ID-Bus. Alter Schwede. Jetzt aber genug geredet, Freunde. Ich weiß, ihr wollt das Auto sehen. Ich auch. Schaut es euch an. Direkt hier, ne? Genau. Du hast das Keyless Entry mitbestellt. Das bedeutet, bei dem Auto reicht es, Schlüssel in der Tasche lassen. Ach, boah. Einfach in den Türgriff fassen. Also ich kann jetzt einfach so?
Genau, wenn er einmal auf den... Da drauf? Genau, dann schließt er ab. Und wenn du dann wiederkommst, nee, das nur zum Abschließen, ach so. Wenn du reingreifen musst, dann öffnet der direkt. Genau. Das funktioniert aber bei minus 10 Grad? Das funktioniert aber bei minus 20 Grad. Krass. Wenn das möchte, das kann man einstellen, dass ich, wenn ich mich dem Fahrzeug nähere und kurz davor bin, schließt er automatisch auf. Und wenn ich mich dann auch wieder entferne, keine Tür öffnen würde. Ah, oh, cool. Das sieht natürlich ganz schick aus, ne? Passend zur Firmenfarbe. Ja. In der Innenraum. Ach, das ist ja cool, ey. Ach so, hier muss ich auch rein? Jo. Schön. Boah, wir haben sogar orangene Nähte. Jetzt geht's? Ne, muss einmal drücken und dann genau. Ah, und so kann ich. Einmal zur Versiegelung. Voll gut. Schick. Viel Stauraum auf jeden Fall. Überall kleine Täschchen, wo ich nochmal was ablegen kann, auch vom vorderen Bereich. Ist das irgendwie schon so ein neueres Update oder sowas? Oder haben die das grundsätzlich so? Es gibt dann nochmal eine Erweiterung, das Komfortpaket. Okay. Wo ich nochmal ein paar zusätzliche Ausstattungen habe, wo ich nochmal Ablageflächen oder auch USB-Buchsen dann dazu habe. Ja, weil der hat jetzt auch in den Türen so USB-Dinger hier noch und sowas, ne? Genau, die USB-Ports dann jeweils auch für die hinteren Leute, dass da, wenn mal ein Handy geladen werden muss oder ähnliches, da auch der Strom vorhanden ist. Stark. Sollen wir uns mal nebeneinander setzen vorne und du erklärst mir zwei, drei Sachen? Guck mal, da unten auf den Füßen, dieses Plus und Pause finde ich auch ganz gut. Kann man auch für Fahrschüler dann leicht erklären, was das Auto macht und kann. Also Plus und Pause ist dann ja relativ verständlich. Ach krass, so eine Ablage. Ist die neu oder habe ich das auch extra? Das ist extra dabei. Also das ist einmal noch das Multiflexboard. Hab dann auch die Möglichkeit, da das einmal aufzuklappen, dass ich, wenn, dann auch die Möglichkeit habe, von oben einmal dran zu greifen. Wenn wir ein Party machen am Strand, da haben wir eine kleine Cocktailbar schon hier. Sehen Sie diese? Schön. Und alles hier so ein bisschen gut, aber... Genau, die Bass ist dann hinten im Leder auch nochmal einmal. Da legt VW so ein bisschen auf. Oder auch in den Türen dann der Abdeckknopf als Smiley. Ja. Das sind so ein paar kleine... Ja, das ist mir auch schon bei ein, zwei anderen Modellen aufgefallen. Ich glaube, der ID 3 und 4, die haben das auch, diesen Smiley schon da drin, ne? Das finde ich ganz geil. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, geht es hier zu? Nein, es macht nur... Vielleicht wegen der Anhängerkupplung? Kannst du mir kurz zeigen, wie die reingeht? Muss ich den Hebel... Einmal den Hebel ziehen, dann verschwindet die schon mal und dann kann ich die mit dem Fuß oder mit der Hand einmal entspannt verschwinden lassen. Haben ist besser als brauchen. Eine Kamera haben wir auch. Genau, Besonderheit bei dem Auto nicht nur eine Rückfahrkamera, sondern die Umgebungsansicht, die Area View Kamera. Sollen wir reingehen? Du zeigst mir das? Gerne. Kann ich die rausnehmen? Genau, den einmal drücken, dann entriegelt er sich. Die kann ich dann theoretisch, wenn ich sie nicht haben möchte, auch aus dem Auto nehmen. Cool. Legelagemöglichkeiten oder dann auch für den Flaschenhalter direkt den flaschenden Flaschenöffner nice. Dabei haben. Brauche eigentlich wirklich gar keinen Schlüssel mehr zum Starten, sondern ich setze mich ins Auto und sobald ich das Bremspedal betätige, mich anschnalle, kann ich den Gang einlegen und dann auch direkt. Der ID4 meckert manchmal, wenn ich nicht angeschnallt bin, ne? Und ich fahre los, dann fahre ich, komme ich 2-3 Meter und dann haut er die Bremse rein. Genau, ist und schimpft mit mir. Funktion. Ach so, deswegen. Und so, auch sobald ich jetzt mich vom Sitz erheben würde oder sowas, würde er die Zündung ausschalten und auch die Handbremse anziehen. Und dann bleibe ich stehen, ja, okay. Genau, dass wenn ich es mal vergesse, das Auto nicht plötzlich sich selbstständig macht. Ja, ich mache mal hier die Lüftung einmal aus, hier drauf, Klima und dann... Genau, einmal oben der gesamte Ausschaltknopf. So, wenn ich jetzt den Rückwärtsgang reinmache, ich drehe hier ein bisschen, dann passiert was? Kriege ich diese Ansicht? Genau, dann springt einmal die Rückfahrkamera an, aber dann auch dadurch, dass unsere Türen jetzt offen sind, ist das ein bisschen dunkel. Die Kamera. Ja, okay. Befinden sich jeweils dann in den Spiegeln. Habe ich auch einen elektrischen Sitz, ja? Genau, elektrischer Sitz mit Komforteinstieg bedeutet, Barbersitz. Beim Ein- und Aussteigen fährt der Sitz einmal nach hinten und sobald ich dann die Zündung anmache, begibt er sich in die Fahrposition. Ist ja richtig was los hier in der Ausstattung. Ja, also das ist alles safe. Vorne habe ich auch dann eine Kamera scheinbar für... Genau, wenn du jetzt den Vorwärtsgang einlegen würdest, springt die Kamera auch um. Genau, und dann haben wir den vorderen Bereich, okay. Dass wenn mal wirklich was Flaches, Niedriges da sein sollte, ich das auf jeden Fall auch. Also wie eure Station hier. Unsere wunderbare Box. Ja, nice. Was ist das hier? P? Das ist der Parklenkassistent. Alles klar, okay. Wenn ich mal in der Innenstadt bin und dort einen Parkplatz habe, der doch sehr schmal aussieht, kann ich draufklicken. Das und dann? Fahrzeug würde selbstständig einparken, aber ich sehe dann auch, ob ich in die Parklücke passe oder auch nicht. Also ich muss auch ein bisschen sagen, mein erstes Auto war ein Golf 1, ne?
Baujahr 81. Ein Liter Motor, da hat sich jetzt technologisch ja schon einiges getan. Definitiv. Aber wir müssen uns auch irgendwann nicht mehr wundern, wenn die Menschheit sich noch nicht mal mehr eine Suppe machen kann. Ne? Also wenn du jetzt hier schon beim Ausparken, der fährt ja schon, der macht ja schon alles. Also ich finde es super, aber wichtig ist auch, dass man das Ding auch mal ausschalten kann und irgendwie selber noch mal ein bisschen parkt. Definitiv. Also Assistenzsysteme sind wirklich komplett abschaltbar. Du hast auch schon den Travel Assist. Ich kann mal hier drauf. Ja, klar. Was ist Travel Assist? Travel Assist ist der fortgeschrittene, also das fortgeschrittene, der fortgeschrittene Abstandstempomat, der eigentlich schon fast das autonome Fahren ermöglicht. Das heißt, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, würde er die Spur erkennen, hält den Abstand zum Vordermann, unterstützt dich auch beim Spurwechsel und würde oder erkennt auch, ob ein Kreisverkehr auftaucht bzw. eine Autobahnabfahrt und würde dadurch schon die Geschwindigkeit verringern, ohne dass du das Bremspedal betätigst. Ach krass. Wenn ihr das sehen wollt oder so ein paar andere Sachen, mal gerne in die Kommentare schreiben, ne? Nicht vergessen. Dann haben wir hier die Assistenten einmal so ein bisschen visuell dargestellt. Gibt es dann aber auch nochmal die Möglichkeit, dann ganz normal in der Liste sich anzuschauen, welche Assistenten verfügbar sind und dort dann auch nochmal einzelne Einstellungen vorzunehmen, dass ich das Auto wirklich nach meinen Wünschen und nach meinen Vorlieben anpassen kann. Geil, finde ich schön, finde ich richtig schön. Vorne unter der Motorhaube, also ich drücke mal hier auf P, ne? Kann ich den Fuß hier von der Bremse nehmen. Bitte Safe-Verriegelung beachten, Bordbuch. Safe-Verriegelung ist das mit dem Schlüssel. Ich gehe einfach raus und sage tschüss. Das ist eine gute Idee. Muss ich hier noch irgendwas wissen? Front, das sieht so schlecht wettermäßig aus da unten. Genau, da links habe ich jetzt generell die Lichtsteuereinheit. Schlecht Wetterlicht bedeutet, der leuchtet mir den Fahrbahngrund, die direkte Fahrbahn vor mir nochmal. Also wie Nebelscheinwerfer. Genau, wie Nebelscheinwerfer und habe dann in der Mitte auch nochmal die beheizbare Frontscheibe, dass wenn das Auto mal draußen steht, geschneit hat, ich da kurz drauf drücke, 30 Sekunden warte. Also so wie jetzt, ich meine hier drin sind es ja 14 Grad, aber draußen irgendwie minus 8, also dann drücke ich hier einfach drauf und... Genau, warte einen Moment und dann ist die Scheibe auch direkt eisfrei und ich kann direkt losfahren. Ein Traum. Aber die Möglichkeit, auch mir die Standheizung bei den neuen E-Autos jetzt so zu programmieren, geht dann ein bisschen von der Reichweite verloren. Ja, aber gut. Ich kann morgens immer in ein schön klimatisiertes und warmes Auto steigen. Ja, irgendwas müssen wir ja machen mit dem, Solarstrom hier. Geil. Magst du mir das Auto rausfahren? Es sieht ziemlich eng und sportlich aus hier. Und dann sehen wir uns gleich draußen. Ja, gerne. Dann fahre ich das Auto einmal raus. Es ist so kalt, es ist so kalt, es ist so kalt. So. Yo. Mega! Einmal. Geil! Der neue. Nehme ich dankend entgegen. Ich freue mich riesig. Viel Spaß mit dem neuen Auto. Ja, noch ein bisschen folieren und so, aber dann geht's ab. Ich freue mich auch, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Mal gucken, was wir dann abholen. Ich bin gespannt. Genauso wie du. Genau. Aber dann lass uns nicht länger frieren. Danke dir vielmals. Mit dem neuen Auto. Danke, danke. Und wir sehen uns. Gute Fahrt. Ciao, ciao. So. Das ist kalt. Oh, zum Glück habe ich warmes Blut. Bruder, es geht los.